So, hallo zusammen. Der erste Vlog-Eintrag, wie man so schön sagt. Ihr kennt es schon aus dem letzten Jahr, Road to Römer mit Anna. Dieses Jahr gesellen sich zwei dazu, und zwar Frank und ich. Da werden wir mal die Langdistanz so und das Training aus allen drei Perspektiven anschauen. 1. Januar. Hätte nicht gedacht, dass ich das mit 2 Stunden Rollefahren anfangen muss das Jahr. Aber ist so. Ich habe Bock auf das neue Jahr. Wir sind, glaube ich, unter 200 Tagen bis zur Challenge Rot. Und ja, jetzt ist es dieses Jahr, ne? Und nicht mehr nächstes Jahr. Ja, ich bin gespannt, was die nächsten Wochen und Monate so bringen. Freue mich auf das Dreiergespann mit Lars und Frank. Bin mal gespannt, was sie so abreißen. Ich stehe hier mit Frederik Funk und seiner Freundin Jana. Die wird am Sonntag hier bei ihrer ersten Langdistanz an den Start gehen. Da bin ich in anderer Funktion zu sehen, aber an meinem gewählten Rennort. Wetter war da nicht ganz so gut, wenn ich mich richtig erinnere. Ich hätte gerne, dass es am Renntag etwas wärmer und schöner ist, aber ich bin im Triathlonpark in Roth und rede mit Jana Philipp, der Verlobten von Frederik Funk, die da ihre erste Langdistanz gemacht hat. Er war ihr Coach. Genau, das war 2022. Ja, und dieses Jahr bin ich selbst am Start. Back to the roots. Ja, das ist Hamburg 2021, Zieleinlauf. Ich hatte eigentlich mal gesagt, ich mache keine Rennen, die ich schon mal gewonnen habe, so aus Spaß. Jetzt bin ich doch wieder in Hamburg am Start. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, einfach, dass das Zeitmanagement leichter ist, das ganze Finanzielle ist wesentlich leichter. Und ich glaube auch so im Zusammenhang, dass ich da eventuell schon mal recht fix unterwegs war, dann auch nochmal eine ganz andere Herausforderung für mich. Ich habe es mir im letzten Jahr mal richtig gegeben, 2 Langdistanzen an 2 Wochenenden hintereinander. Erst in Roth, dann in Frankfurt. Ich wollte das mal ausprobieren, wie das sich so anfühlt. Das fühlt sich beim Schwimmen okay an, beim Radfahren auch und beim Laufen gar nicht mehr. Das war schon ziemlich extrem, aber das hat man einmal gemacht und da wäre jetzt der Reiz nicht da, das nochmal zu machen. Und ich kann es auch nicht empfehlen, das so zu machen. Von daher habe ich mir dieses Jahr eine andere Langdistanz ausgesucht, die in anderer Form extrem ist. Die ist nämlich klein, vom Wetter sehr schwer einschätzbar und bietet aber ganz viele Reize, die teilweise nicht so meine sind, aber eben darum auch eine Herausforderung. Und zwar beim Laponia Triathlon, 67 Grad Nord. Das ist die zweitnördlichste Langdistanz, die es so auf dem Wettkampfkalender gibt, mitten im schönen Lappland. Ich glaube, ich war da sogar schon mal, als ich vor 31 Jahren mit dem Fahrrad zum Nordkap geradelt bin. So viele Straßen gibt es da nicht. Und eine von denen, die da hochgehen zum Nordkap, die führt durch Gällivere, das ist der Ort. Und die Langdistanz hat die Besonderheit, dass sie in der Mitternachtssonne startet, also um Punkt 0 Uhr. Es ist ja hell und dann schwimmt man 3 Runden in einem kleinen See, fährt mit dem Rad erst 30 Kilometer nach Norden und zurück, dann mit dem Rad 60 Kilometer nach Süden und zurück. Es wird dabei immer kälter, weil die Sonne halt zwar die ganze Zeit da ist, aber nach wie vor so tief steht, dass der Tag vorher noch auskühlt. Und dann läuft man durch eine Landschaft, die einsam ist, aber richtig, richtig schön. Und von daher wird das eine Langdistanz anders als die 12, die ich bisher schon gemacht habe. Mit wenig Zuschauern, wenig Teilnehmern, ganz viel Landschaft. Da freue ich mich drauf. Leute, die Diagnostik steht gleich an. Hier in meinem Rollenzimmer. Auf meinem Fahrrad, auf meiner Rolle. Ich bin ein bisschen aufgeregt, deshalb chille ich jetzt hier noch auf der Couch und prokrastiniere. Aber ja, ich ziehe mich jetzt gleich mal um und dann, ja, Attacke. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Kurz zum Programm. Ich fahre 20 Sekunden Sprints, 2 Stück. Als allererstes, die werden auf jeden Fall scheiße, davon gehe ich aus, aber ich muss ja
in Rot auch nicht sprinten, voraussichtlich. Das, ja, gucke ich einfach mal, was dabei rauskommt. Dann ist es ein 12-Minuten-All-Out-Test, dann eine halbe Stunde locker und dann nochmal 4 Minuten All-Out. Und auf diese 4 Minuten bin ich sehr gespannt, wie sich das dann noch anfühlt. Genau, Ziel ist maximal mögliche Durchschnittsleistung, also wie bei einem FDP-Test im Prinzip auch, möglichst gleichmäßig fahren. Und ja, dann schicke ich das Ganze an ein Programm, also lade da die Datei hoch und dann spuckt die mir meine Daten aus. Also VO2 Max, VLA Max, pipapo. Fang mal hier im Training mit was an, worauf ich ziemlich stolz bin. Und zwar bin ich eine AI-Diagnostik gefahren. Sprich, bei mir zu Hause auf der Rolle, das war wahrscheinlich so in Minute 11 des 12-Minuten-Tests. ja, ich bin fast ohnmächtig geworden und vom Rad gefallen, aber genau so sollte es, glaube ich, sein. Also mehr wäre definitiv nicht gegangen. Ich kann aber vermelden, dass meine Schwelle endlich über 200 Watt liegt. Und ja, das ist sehr, sehr cool, vor allem im Vergleich zum vergangenen Jahr, zum gleichen Zeitpunkt ungefähr. Da kann ich fast anschließen. Ich bin auch so ein bisschen dabei, Diagnostiken zu Hause zu machen. Habe hier eine mit dem VO2 Master zu Hause gemacht, aber komme aufgrund des Artikels der Leistungsdiagnostiken aktuell auch sehr in den Genuss, eine Remote-Diagnostik nach der anderen zu fahren. Das ist ein absoluter Genuss, ja. Die AI-Diagnostik steht mir noch bevor, aber ich bin jetzt am Wochenende auch schon 4 Minuten All-Out und 12 Minuten All-Out gefahren. Ja. Macht auf jeden Fall Spaß, auf jeden Fall. Und das dann gleich dreimal machen zu dürfen, ist der Hochgenuss. Aber ja, insgesamt ja, mit meinem aktuellen Fitnesszustand bin ich eigentlich ganz zufrieden. Gestern war kein Schwimmen mehr möglich. Ich war wirklich gewollt. Hatte richtig Lust, schwimmen zu gehen und dann ist mir aber beim Kochen etwas passiert, wie man hier sehen kann. Das ist zum Glück nur noch das Resultat, wie der Finger jetzt am Ende aussieht. Ich habe mir am Wochenende habe ich die Messer gut geschärft und wie es scheint, habe ich sie sehr gut geschärft. Ich habe mir auf jeden Fall einen Teil vom Fingernagel und der Fingerkuppe abgeschnitten, sodass jetzt erstmal mindestens eine Woche, denke ich, kein Schwimmen möglich ist, das heißt Laufen und Radfahren. Und so befinde ich mich jetzt hier einen Tag später eben ja, in meinem kleinen Raum und werde jetzt mal hier eine etwas längere Trainingseinheit auf dem Fahrrad starten. So sieht heute folgende Einheit aus. Also erstmal eine Stufe hoch, dann nochmal ein bisschen locker, ein paar kleine Sprints. Was ist es dann? Ja, 5x2 Minuten Belastung und dann, was wir alle richtig mögen, hier 90 Minuten ganz lange hinten ran. Mal schauen, ob es wirklich 2 Stunden 18 werden. Einen schönen guten Abend aus Hamburg oder Watopia oder wo auch immer wir sind. Ja, wir haben ein bisschen was vor. Man könnte sagen, ein kleines dickes Brett. 3x3 Minuten EB. Das ist das, wo der Frank so langsam nicht mehr reden kann. Ihr könnt euch darauf freuen. Und dann noch 3x6 Minuten G2. Am 12. März gibt es den FDP-Test, der dann auch perfekt in den Plan integriert ist. 19 Uhr. Ihr wisst, was das bedeutet. Meine Trainingseinheiten waren ja quasi alle öffentlich einsehbar hier bei unseren Dienstagsabendsfahrten mit der Power & Pace Community. Ich habe tatsächlich nicht so viel mehr trainiert. Ja. Ich bin ja noch Anfang Oktober einen Marathon gelaufen. Da war ich schon so einigermaßen raus aus dem Training. Dann bin ich auf Hawaii das Hoala Swim geschwommen. Ich bin einmal nach Hawaii gefahren und zurück. Und danach habe ich eigentlich kaum noch Sport gemacht. Ich war noch ein paar Tage auf Fuerteventura, allerdings nicht zum Trainieren, sondern zum Arbeiten. Und hatte aber ein Leihrad, bin dreimal gerade, zweimal gelaufen, glaube ich. War kein einziges Mal schwimmen. Ich glaube, mein letztes Schwimmen war tatsächlich das Hoala Swim Anfang Oktober. Das ist jetzt November, Dezember, ja, bald 4 Monate dann her. Und wollte eigentlich anfangen, so im Dezember. Und dann kam kurz vor Weihnachten Corona dazwischen.
Ich war beim Jahreswechsel auf Föhr, da hatte ich eigentlich ein schönes Lauftrainingslager geplant, war alles nichts. Also dieses blöde Corona hat mich 4 Wochen gekostet. Bin jetzt dabei, traue mich noch nicht, irgendeine Form von Leistungsdiagnostik zu machen. Ich habe einfach meine Wattwerte aus dem Vorjahr stehen lassen und ein kleines bisschen reduziert, glaube ich. Es fühlt sich auf dem Rad ganz gut an. Die beiden anderen Disziplinen kann ich noch nicht wirklich beurteilen. Gut, Schwimmen ist ja eh erst dann im Mai der Anfang, oder? Nee, ich bin im Februar bin ich mal eine Woche auf Fuerteventura, da werde ich schwimmen. Ja, also das wird dann mein Schwimmanfang und dann möchte ich auch dabei bleiben. Also im Schwimmen profitiere ich noch von dem, was ich früher mal konnte. Und das kann ich jetzt nicht mehr, aber ich kann mit wenigen Einheiten so ein bisschen was wiederholen, sodass man sorgenfrei in eine Langdistanz gehen kann. Ist cool, ne? Dinge, die niemals aus meinem Mund kommen. Am Schwimmtraining dran zu bleiben oder sorgenfrei in die Langdistanz? Sorgenfrei in die Langdistanz aufgrund des Schwimmens. Also ich bin mit dem Schwimmen auch sehr, sehr, sehr zufrieden, aber ich muss dafür auch was tun und dranbleiben. Könnte mir nicht erlauben, 4 Monate oder länger nicht schwimmen zu gehen. Ja, ich bin ja mal in Rot, war ich ja mal erster Age-Grupper aus dem Wasser mit 50 Minuten. Und als ich dann wieder angefangen habe, dann konnte ich so 59 Minuten schwimmen mit schon ein bisschen Trainingsaufwand. Und im letzten Jahr jetzt für meine beiden Langdistanzen habe ich kaum Schwimmen trainiert und war irgendwie Stunde 4, Stunde 5. Und da es für mich dieses Jahr eigentlich nur ums Finishen und Erleben geht, werde ich ins Schwimmen höchstwahrscheinlich nicht viel Aufwand reinstecken. Ja, ich schon. Tut mir leid. Ich mach gar nichts. Ich werde auch investieren, aber ich habe es jetzt erst gerade gemerkt. Ich habe mir ganz gut in den Finger geschnitten, konnte deshalb jetzt auch länger nicht schwimmen und war jetzt am Wochenende das erste Mal wieder im Becken. Da musste ich doch spüren, dass so 3 oder 2,5 Wochen nicht schwimmen sich dann doch auch ein bisschen bemerkbar machen. Am nächsten Tag habe ich es auf jeden Fall in den Schultern ziemlich gespürt. Das wird mir auch so gehen. Ja. Das bringt auch nichts, das, was man früher mal geschwommen ist. Stichwort in den Finger geschnitten. Auf diesem Bild habe ich mich nämlich gerade genau darüber lustig gemacht, dass es bei euch ja auch nicht so gut läuft. Da hatte ich nämlich gerade Magen-Darm. Das war eine Woche vor der Leistungsdiagnostik. Und ich war einfach komplett ausgenockt und habe dieses wunderschöne Bild oder Bewegtbild aufgenommen, was die Zuschauer vielleicht von Road to Römer noch kennen, wo es des Öfteren vorkam, dass ich so im Bett lag. Ja, passiert, aber war mir dann doch lieber als ein Infekt. Mhm. Gestern habe ich mir den kleinen Zeh gebrochen, also mal gucken, wie lange das mich von was abhält. Hallo. Den Anblick kennt der eine oder andere vielleicht schon vom vergangenen Jahr. Ich habe irgendwas Gesundheitliches. Nicht ein einziges Erkältungssymptom, aber ich fühle mich so hundeelend. Mir ist schlecht, ich habe irgendwie Kreislauf, kann nichts essen und irgendwie auch nicht so richtig was trinken. Also zumindest kann ich mir das nicht vorstellen und ich weiß nicht, was los ist. Ja, läuft wieder. Ich glaube, Lars hat sich die Hand abgehackt oder ein Stück der Hand. Frank ist auch noch nicht auf der Höhe. Also, ja, so richtig rund geht das alles noch nicht. Das verschieben wir. Aber ja, so ist es halt. Es ist erst Januar. Endlich mal wieder am Laufen. Wir waren noch so ein bisschen am Struggeln, deswegen alles ganz vorsichtig. Aber ich freue mich. Outside is free, wie es so schön heißt. Und ja, ich genieße es. Es könnte ein bisschen sonniger sein, aber ansonsten Kälte, Schnee, herrlich. Auch wenn das Training größtenteils indoor abläuft, ich liebe dieses Wetter. Ja, ich bin auf meinem letzten Bild so ein bisschen freudiger unterwegs. Richtig schöne Winterlandschaft, habe mich wirklich gefreut, so bei dem Schneelaufen zu gehen und bei freien Fahrradwegen auf jeden Fall. Und genieße es richtig, so die ersten Läufe wieder zu haben, wobei ich auch merke, nachdem ich da wirklich diese harte Schienbeinkantensyndrom oder mit Aufspaltung der Knochenhaut und alles hatte, wie empfindlich ich da noch bin und wie vorsichtig. Und es ist aktuell gefühlt so ein Balanceakt zwischen Freude, eventuell zu viel machen. Da bin ich gespannt, wie so der weitere Verlauf ist. Aber toi, 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 aktuell kann ich laufen. Ein bisschen kälter hier, man sieht es, aber noch nicht so, dass es alles friert. Hat Spaß gemacht, wobei ich mich so ein bisschen
verschätzt habe. Nicht alle Radwege sind geräumt, nur manche. Da war es ein bisschen Eislaufen zwischendurch, aber ja. Und wenn ich ehrlich bin, war es auch gar nicht der Lauf von heute, sondern der von gestern. Ich habe ihn nachgeholt. Mal gucken, wie ich dann das Training jetzt hier heute weitermache. Auf jeden Fall hat es Spaß gemacht, sich hier draußen zu bewegen, während man beim Fahrradfahren immer drin ist. Von daher, peace out. Der letzte Januarsonntag hinterm Deich. Ich bin draußen zum ersten Mal auf dem Rad seit, ich würde fast sagen, seitdem ich mir mal ein Leihrad beim Ironman Hawaii in der Rennwoche genommen habe. Nein, das stimmt gar nicht. Ich war auf Fuerteventura Mitte Dezember mit der DTU-Nationalmannschaft im Trainingslager. Für die Trainingslager für mich eine Produktionswoche, aber ich habe mir ein Rad geliehen und konnte tatsächlich, ich glaube, dreimal draußen radeln. Das war sehr schön. Ich war gestern tatsächlich draußen Radfahren und als ich losgeradelt bin, war ein Grad. So aus zwei Gründen. A, hatte ich keinen Bock auf Keller und die Sonne hat geschienen. Und ich habe gedacht, jetzt musst du ja auch mal so ein bisschen Material antesten, weil das in Lappland auch passieren kann. Also die hatten bisher auf der Radstrecke Temperaturen zwischen ungefähr plus 20 und minus 2 Grad. Und wie gesagt, das Problem ist, dass es während des Radfahrens kälter wird. Man setzt sich ja dann quasi um 1 Uhr morgens aufs Rad und dann ist man halt um 7 Uhr morgens irgendwann hoffentlich da. Und das weiß ich noch nicht, wie ich das logistisch mache. Ich weiß, dass am zweiten Wendepunkt immer ein Lagerfeuer steht. Ne? Gut, also, das hilft aber auch nicht so lange. Ja, ich habe ein Foto gesehen aus dem Jahr, wo es minus 2 Grad waren. Da war tatsächlich einer mit einem Einteiler und zwar nur mit einem Einteiler auf dem Rad unterwegs. Also das wird mir nicht passieren. Dann wahrscheinlich eher so, dass ich mich schön einmummeln werde. Gut, bei kalten Temperaturen und nur Einteiler, da kannst du ja Tipps bei Holly Lawrence holen. Ja, meiner wird ein bisschen mehr Stoff haben. Juhu! Ich trage hier einmal das gute Stück ein. Ein Stockwerk höher zu Heiß Heiß für ein kleines Bike-Fitting, weil mir der liebe Lars nämlich meine Extensions gewechselt hat. Hier haben wir ein Fahrrad von meiner Kollegin Anna Bruder und wir werden uns komplett um das Cockpit widmen. Im Nachgang kann man ruhig nochmal schauen mit dem Drehmomentenschlüssel. Und wir setzen hier jetzt noch die Armpads drauf. Ja, ich bin sehr gespannt, wie sich die Teile anfühlen, was eingestellt wird. Und ja, dann stelle ich das Fahrrad demnächst auf der Rolle und fahre in Aero-Position bis Juli durchgängig. Ja, ich nehme euch ein bisschen mit und dann schauen wir mal, was so verändert wird. Wir haben in erster Linie die Extensions gekürzt, weil meine Unterarme zu kurz waren, die ich sonst nicht mehr hätte schalten können. Ich fahre eine mechanische Schaltung, das macht das Ganze nicht einfacher, weil ich eben nicht einfach nur auf den Knopf drücken muss, sondern da auch noch einen Hebel bewegen muss. Ja, ich saß jetzt noch nicht damit auf der Rolle, weil noch Schaltzüge, glaube ich, wieder reingezogen werden müssen. Genau, aber das ist jetzt auch passiert und dann ja, werde ich es demnächst auf die Rolle stellen und da dann die meisten oder wahrscheinlich alle Einheiten da in Aero-Positionen fahren. Du hast ja aber nicht dabei den Finger abgesägt, oder? Nee. Zum Glück das nicht. Das wäre gut. Wäre ein gerader Schnitt gewesen, weil ich hatte ja auf jeden Fall die Führung dafür. da habe ich mir nicht, das war beim Kochen mit einem frisch geschärften Messer. Alles, was man so am Finger mitnehmen kann. Aber vorher hatte ich zum Glück Annas Fahrrad unter der Fittiche und konnte mich ein bisschen darum kümmern. Und jetzt, wie Anna sagt, fehlen noch die beiden Schaltzüge und dann funktioniert die Schaltung auch wieder butterweich und Anna kann richtig gut ins Training starten. So ist der Plan. Als nächstes komme ich dann mit den Tubeless-Reifen nochmal auf dich zu. Genau, das hatten wir ja schon besprochen. Genau. Tubeless-Reifen, ich bin auch ein absoluter Freund davon und wem ich da helfen kann in der Redaktion, dem okay, wird da auch geholfen. Jo, Fußballturnier der Jungs. 3,5 Stunden, ich wollte die Zeit nutzen. Unbekannte Gefilde und jetzt komme ich hierher. Hab gedacht, ich könnte ein bisschen den Trampelpfad langlaufen. Jetzt geht es hier nicht mehr weiter. Also wahrscheinlich doch nur ein Out-and-Back-Kurs, aber so ist es. Wenn man die Feste feiern muss, wie sie liegen,
dann ist das genau mein Zeitfenster, was ich benutzen kann. Also geht es jetzt den gleichen Weg wie eben, und zwar da lang wieder zurück. Oh, manchmal muss man Glück haben. Genau das trockene Zeitfenster abgepasst. Jetzt regnet es hier richtig schön. Lockere Litteinheit, was sich so ein bisschen merkwürdig angefühlt hat, hier mit so einem Zeigefinger die ganze Zeit ausgestreckt zu laufen. Aber das Gute ist, er pockert nicht mehr. Das macht schon mal Spaß. Sieht bei mir eigentlich so aus, dass ich wirklich fast immer nur abends trainiere. Oder wie jetzt halt auch in dem Video zu sehen, dass ich versuche, wenn so die Fußballturniere sich in der Halle dann doch über 4 Stunden am Wochenende ziehen, dass ich da dann schaue, dass ich da eventuell irgendwie so eine Stunde laufen oder so mit eingebaut kriege. Also es ist dann schon immer so ein bisschen hin und her basteln und halt ja auch mit viel Motivation eigentlich Richtung der Abendstunden. Also da muss ich dann schon gucken, dass da irgendwie so die Motivation da bleibt, und gerade wenn es längere Einheiten sind, ja, dass das Licht halt erst um 9:30 oder 10 im Trainingsraum ausgeht. Aber so ist eigentlich ja, meine Balance, dass ich das hinkriege. Und ansonsten habe ich natürlich Glück, dass ich da auch eine Frau habe, die da auch ein bisschen den Rücken frei hält, oder wir das, glaube ich, ganz gut hinbekommen, dass wir da eine gemeinsame Balance haben. Und somit habe ich dann doch auch ab und an mal die Freiheit, längere Sachen zu machen. Aber es geht halt doch vieles in Richtung der Abendstunden, weil auch nicht alle Einheiten dann irgendwie in der Woche lang sein können. Muss am Wochenende auch mal was trainiert werden. Aber da halte ich so ein bisschen eigentlich wie Nils, unser Chefredakteur, dass ich nicht so der Standard-Triathlet bin, der so der Weekend-Warrior ist, wo richtig viel reingelegt werden kann, sondern da muss ich dann schon eher gucken, dass vielleicht so in der Woche ein bisschen ein Gleichgewicht besteht, dass am Wochenende nicht alles vollgehauen wird, weil das wird dem Ganzen dann nicht gerecht. Ich glaube, mit kleinen und mittelgroßen Kindern ist das noch am schwierigsten. Meine Kinder sind inzwischen gute Sparringspartner. Beim Laufen muss ich mich schon ganz schön ranhalten. Und dann macht es das natürlich einfacher, wenn man die Kids irgendwie mitnehmen kann ins Training. Oder wenn die andere Sportarten machen, das sind dann so meine Trainingszeiten. Wenn die Volleyball trainieren, dann kann ich die Zeit nutzen für Training. Das deckt sich, ja, auch das Kinder mitnehmen. Jetzt, wenn das Wetter wieder ein bisschen besser wird, haben die auch absolut Lust daran oder ihren Spaß, mich so ein bisschen zu begleiten. Muss ich immer gucken, welche Einheit es ist. Wenn ich jetzt irgendwelche Tempoeinheiten beim Laufen habe, dann kann ich nicht den mittleren mitnehmen, weil es dann doch auch ein bisschen schnell wird. Aber sonst so einen guten Dauerlauf oder so, da haben sie auch ihren Spaß, wenn es nicht zu lang wird. Also keine Long Runs. Das zwei Stunden muss nicht sein. September oder so. War nur eine Dreiviertelstunde, aber komplett beschwerdefrei. Nicht ein Fitzel gemerkt, vom ersten bis zum letzten Schritt mit dem Wind, und ab und zu Regen war irgendwie auch ganz nice. Ja, es wird. Das ist sehr, sehr schön. Im April bin ich im Trainingslager, 2 Wochen, einmal mit Power & Pace und einmal noch privat, aber am Stück. Ein Vorbereitungsrennen mache ich noch, den Triathlon in Ingolstadt. Da darfst du mich supporten und werde ich dich begleiten, lassen. Genau. Ja, und dann einen weiteren Monat später ist dann auch das Highlight, die Challenge Rot. Es sind jetzt, glaube ich, noch 5 Monate, steht bei Today's Plan, irgendwie sowas. Tage habe ich gerade nicht genau im Kopf, aber ja, die Zeit rennt vermutlich wieder. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie viele Tage es noch sind, aber ich weiß noch, dass ich 2021 sehr froh darüber war, dass der Ironman Hamburg verschoben wurde, weil damit habe ich dann doch ein bisschen Zeit bekommen, um mein rudimentäres Schwimmen noch ein bisschen auszuarbeiten. Ich glaube, darauf kann ich dieses Jahr nicht hoffen, aber genau, letztendlich ist Hamburg mein erstes Ziel, mein Hauptziel. Und bis dahin sieht es so aus, dass ich auf jeden Fall nochmal in Skiurlaub fahre, also ein bisschen Schnee sammle, ganz entgegengesetzt allen anderen. Werde da schauen, dass ich so ein bisschen Snowboard fahre und auch Langlauf mache, also ganz dem normalen Training ja, weglassen werde ich nicht. Und dann mal schauen, also wahrscheinlich ist dann der Ironman Hamburg auch schon so das erste Rennen, und im Verlaufe wird dann auf jeden Fall der Norseman dann noch ein Thema bei mir spielen, und ich habe mich so ein bisschen
dazu überreden lassen, Double Up the Glory zu machen. Das heißt, ich bin, wenn denn alles gut läuft und ich gesund bleibe, auch beim Ironman Frankfurt am Start. Das würde dann eben so eine kleine Herausforderung. Vielleicht komme ich da nochmal auf dich zurück, Frank, weil Norseman und Frankfurt liegen nur 2 Wochen auseinander. Also ich habe eine Woche mehr als du, habe ich auf jeden Fall. Aber das wird dann auf jeden Fall so eine gewisse Herausforderung für mich. Und ich hoffe, dass bis dahin der Körper wirklich so weit mitspielt, dass er der Belastung sich entgegenstellen kann. Ansonsten habe ich Hamburg und den Norseman, damit wäre ich dann auch schon zufrieden. Aber sonst Training, bisschen Urlaub und dann kommt schon Ironman Hamburg. Ja, Anna, kann ich beruhigen, es sind noch 22 Wochen. Okay. Das weiß ich nämlich, weil wir am gleichen Wochenende starten. Ich samstags, du sonntags. Und, ich finde, das klingt gar nicht mal so viel. 22 hört sich wenig an. Ja. Meine Steps bis dahin werden sein, ein Marathon, den ich noch laufe, am 9. Mai, am Himmelfahrtstag. Den ersten Marathon in St. Gallen, weil ich da gute Freunde habe und ja, da reingequatscht wurde, als ich noch nicht wusste, wie bergig die Strecke ist. Ich habe mich erst angemeldet und mir dann das Profil angeguckt. Eigentlich gar nicht so meins, aber das wird in Lappland genauso sein. Da geht es nämlich auch ähnlich wie beim Norseman auf einen Berg drauf, aber zum Glück auch wieder runter. Das heißt, man läuft die letzten 15 Kilometer da tendenziell eher bergab. Wobei ich kann dir sagen, ich glaube, nach dem Marathon oder nach den Kilometern, die du zurückgelegt hast, weiß ich nicht, ob das runter dann immer noch so schön ist oder ja, ob es doch lieber nach oben gehen sollte. Ja, wohl wahr. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich vorher noch einen Triathlon schaffe. Ich mache noch den Indoor-Triathlon in Erfurt am kommenden Wochenende, aber das ist jetzt ja nicht wirklich ein Vorbereitungsrennen auf einen großen Triathlon. Ich habe mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht. Marathon und dann Langdistanz steht. Bis zur Langdistanz auf jeden Fall ganz viele Dinge, die neu sind für mich bei einer Langdistanz, und zwar sehr viele logistische Dinge. Das wird die erste Langdistanz, wo ich komplett per Bahn anreise, und zwar über 2 Nächte. Ja, man fährt in einer Nacht von Hamburg nach Stockholm und in der zweiten Nacht dann von Stockholm nach Lappland hoch. Das muss alles irgendwie organisiert werden. Materialentscheidungen werden da ganz anders aussehen. Ja, also da wird es wahrscheinlich auch mehr Variabilität im Reisegepäck geben müssen, um auf alles alle Wetter vorbereitet zu sein. Ich kann 100 Meter unter 2 Minuten schwimmen mittlerweile, allerdings all out. Also mehr wäre dann auch nicht drin gewesen, aber ja, sehr happy, fühle mich wie die Königin der Welt und jetzt geht's zur Arbeit. Schwimmen lief gar nicht heute, also ich kann gar nicht sagen warum, hat sich einfach blöd angefühlt. Unkonzentriert und gefühlt nicht vom Fleck gekommen, obwohl es gar nicht so schlimm war, aber ich bin dann nach 1400 Metern raus. Oh Gott. Ja, und ich fahre jetzt einfach zur Arbeit. Ist egal, ist manchmal so und ja, vielleicht ist es ja immer abwechselnd, dann wird es beim nächsten Mal wieder besser. Nach der bescheidenen Schwimmeinheit heute Morgen freue ich mich jetzt auf die Radeinheit. Das dürfte anstrengend werden. 1 Minute über der Schwelle, 3 Minuten Schwelle, das Ganze 4-mal. Ja, wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ich hoffe, dass das besser läuft als heute im Wasser. Und ja, dann kann ich hoffentlich müde ins Bett fallen und hab eine gute Nacht. Jo, die Woche Training ist vorbei und Schwimmen ging immer noch nicht, deshalb war es nicht ganz so viel wie geplant. Aber insgesamt bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem Prozess, auch wenn jetzt hier am Abend nicht mehr ganz so viel ging, weil es doch relativ spät wurde Richtung des Sonntags. Aber ja, ihr könnt ja mal selber sehen. Das war quasi die Trainingswoche mit den ganzen Einheiten. Wir hatten so ein bisschen geplant, mehr zu machen, deshalb stehen ja auch 15 Stunden, aber wie ihr seht, habe ich auch ganze 8 Stunden gemacht. Sah in der Vorwoche vielleicht noch so ein bisschen besser aus. Da waren es geplante 12 und 10 Stunden. Jetzt, wo ich hier quasi wieder mit dem Laufen loslegen kann, sieht es eigentlich ganz gut aus. Die Woche davor waren es 6,5 Stunden. 4 waren geplant oder knappe 5. Das wird. Und
Genau, die Überlegung ist, dass wir jetzt so ein bisschen mehr machen. Deshalb sind immer so um die 15 bis 16 Stunden geplant, damit ich wenigstens meine 10 bis 12 absolviere. Und mal gucken, wie es die nächste Woche aussieht. Schwimmen wird sehr wahrscheinlich immer noch nicht gehen, vielleicht die Richtung des Wochenendes. Und dann mal gucken, ob ich die beiden dicken Einheiten umgesetzt bekomme. Ansonsten lande ich wahrscheinlich wieder so im Schnitt bei meinen 8,5 bis 10 Stunden. In den nächsten 4 Wochen steht bei mir, glaube ich, eigentlich kaum was ganz Konkretes an. Trainingsmäßig weiterhin guten Rhythmus, glaube ich, haben. Da schauen, dass die Einheiten möglichst gut absolviert werden. Alle will ich nicht sagen. Das werde ich nicht schaffen von der Planung her. Aber dass ich da einfach nochmal einen ganz guten Rhythmus reinkriege und gesund bleiben auf jeden Fall, das ist so das Wichtigste. Und dann mal schauen. Aber im Februar eigentlich nur arbeiten und trainieren, Familie auch noch, und dann ist der Februar schon rum. Ja, Februar ist für mich irgendwie so der letzte Scheißmonat im Winter, den ich gerne möglichst schnell hinter mich bringen würde. Ich habe jetzt noch eine Dienstreise am 1. Februarwochenende. Danach habe ich nochmal 2 Tage Urlaub, die ich aber gar nicht viel mehr für Training einplane, sondern das ist dann mehr oder weniger Alltag, nur dass ich eben frei habe. Und ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, dass da was Besonderes ansteht. Also gesund werden, gesund bleiben und einen richtig vernünftigen Trainingsrhythmus inklusive allen Disziplinen finden. Das wäre toll. Ich darf ja in 2,5 Wochen nach Fuerteventura fliegen. Und mein Ziel bis dahin ist, mir gewisse Distanzmöglichkeiten zu erarbeiten, dass das Training auch Spaß macht, dass man nicht nur die Hotelrunde drehen kann, sondern auch mal ein paar Stunden auf dem Rad sitzen kann. Und da habe ich eigentlich gute Hoffnung, wenn ja, der Frühling jetzt so langsam auch hier kommt und es ein bisschen wärmer wird, dass man mal vielleicht auch 3 Stunden draußen fahren kann oder notfalls auch 2 Stunden auf der Rolle im Keller. Und dann kommt das schon, dass man da nicht komplett anfangen muss auf Fuerteventura, weil das ist doof. Gerade weil es ja doch da mal hin und wieder auch windig ist und so. Und da habe ich Bock drauf, weil ich weiß, dass ich hinterher total fit bin für die Monate, die ja kommen. Ja, aber ich möchte halt schon so vorfit dahin fahren, dass ich davon auch A, vom Spaß her profitiere, als auch von der Leistungsweiterentwicklung. Also das ist so meine Erfahrung aus vielen Jahren Triathlon. Ich komme immer schnell wieder rein und da baue ich drauf. Auch wenn ich jetzt lange raus war, aber das wird schon. Das klappt schon. Das klappt schon. Aber der kommende Frühling, das dauert, glaube ich, noch. Da lässt du dich ein bisschen von der Sonne anstecken. Ja. Wir haben jetzt Ende Januar. Ja, aber es wird ja vielleicht schon mal zweistellig. Und dann kann man auch, bei zweistellig kann man auch 3 Stunden Radfahren. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Kann man auch einstellig, je nachdem. Ja, du kannst das, ich kann das nicht. Ich glaube, so mit zunehmendem Langdistanzalter, man verliert so ein bisschen den Respekt davor, was zu tun ist, damit man das schafft. Ja, also ich glaube, wenn man einigermaßen trainiert ist und die Erfahrung hat, dann schafft man das auch irgendwie. Und natürlich darf man dann keine Leistungsziele erwarten. Es ist aber auch genauso schön, mal eine Langdistanz zu machen, ohne auf die Uhr zu gucken. Und manchmal muss ich ehrlich gestehen, bin ich da vielleicht auch zu respektlos. Also diese Geschichte mit Rot und Frankfurt und wenig Training im letzten Jahr, das war schon grenzwertig. Ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ja, das ist wieder so ein Tag, auf den man hinarbeitet und man muss da nicht mehr als 10 Stunden im Schnitt in der Woche investieren und dann schafft man das. Und da bin ich auch davon überzeugt, dass das auch Leute, die die Erfahrung noch nicht haben, irgendwie schaffen, wenn es nur um Schaffen geht. Und ja, vielleicht lässt sich ja der eine oder andere im Büro noch anstecken, aber ich kann es durchaus verstehen, dass man da erstmal Respekt vor hat. Also ich hatte, als ich meine erste Langdistanz gemacht habe, 1995, Respekt davor, und ich habe ja viele Jahre Pause gemacht, irgendwann zwischendurch 19 Jahre lang keine Langdistanz, und als ich 2017 dann die nächste gemacht habe, hatte ich genauso Respekt davor. Aber wenn man weiß, man kann das schaffen und man hat das schon mal geschafft, dann ist das irgendwie einfacher. Ja, dann kann man sich auf andere Dinge dabei konzentrieren. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Den Respekt habe ich immer noch. Also vielleicht nicht ganz so wie das erste Mal vor Hamburg. Da war ich wirklich sehr nervös, auch mit viel so eher, oder in der Woche davor mit vielen Träumen und richtig verarbeiten im Vorhinein.
Aber ich würde sagen, jetzt auch letztes Jahr mit der Challenge Rot und dann auch mit den Norsemen, da hatte ich auch richtig Respekt vor. Ich glaube, den lege ich so auch nicht ab. Auch wenn ich, so wie du sagen würde, dass ich die Langdistanz so von den Kilometern her locker schaffen werde, was so meinen Trainingszustand angeht. Aber irgendwie spielt sich da doch noch was mit rein. Vielleicht ist da immer noch dann zu groß der Leistungsgedanke hinter, als dass ich denke, dass ich da keinen Respekt brauche. Aber ja, ganz ohne, glaube ich, funktioniert es bei mir nicht. Ich finde auch, dass man den auf jeden Fall haben sollte und nicht verlieren sollte. Ist bei dir vielleicht ein bisschen was anderes, weil du auch einen entsprechenden sportlichen Hintergrund hast und so und eben nur dreimal schwimmen gehen musst und dann ist das irgendwas um und bei eine Stunde. Aber das ist halt nicht bei jedem so. Und ich habe das schon oft so für mich im Kopf verglichen mit dem Abitur. Das war im Nachhinein auch einfach nur eine Klausur in verschiedenen Fächern. Aber trotzdem hatte man da Respekt vor und wollte das irgendwie gut machen. Ich weiß nicht, ob der Vergleich irgendwie passt, aber eine Langdistanz kann ich jetzt auch rückblickend sagen, das war einfach ein Triathlon. Man macht das total eins nach dem anderen und es geht dann irgendwie weiter. Trotzdem gehört da Vorbereitung dazu und ein gewisser Respekt. Und ich finde, es muss nicht jeder eine Langdistanz machen. Das finde ich auch, aber ich habe einen entscheidenden Vorteil euch gegenüber. In Schweden ist der Cut-Off nach 18 Stunden. Nee, also um Cut-Off geht es auch nicht. Das, Also wenn ich mit dem Cut-Off kämpfen muss, dann bin ich, glaube ich, vorher raus. Ja, aber wenn es jetzt gar nicht läuft, vorher raus oder finishen? Also ich kann ja aus dem letzten Jahr sagen, dass ich da beide Male ins Rennen gegangen bin und beide Male gehofft habe, dass ich da nicht wieder so extrem mental kämpfen muss, durchzukommen. Hat beide Male nicht ganz so hingehauen, wie ich mir das gedacht hatte. Beim Norseman war ich schon ganz schön auf dem Zahnfleisch, muss ich sagen. Aber da war trotzdem nicht so der Gedanke, dass ich aufhöre. Auf Hawaii bist du ja, hast du ja sogar aufgehört. Ne? Ja, wieder eingeschickt. Ja, wieder eingeschickt. Genau, da habe ich mir das Ticket wieder zurückgeholt, so ungefähr. Weil ich glaube, wenn es richtig, richtig schlecht läuft und ich merke, dass mir alles irgendwie davon läuft, dann würde ich auch sagen, okay, dann höre ich auf. Das lohnt sich dann nicht. Wer weiß, was dafür noch passieren muss. Also Norseman war schon schlimm, Hawaii auch, aber da lag ich immer noch so im Rennen und konnte mich immer noch so zurückkämpfen, dass es, glaube ich, ganz gut gepasst hat. Aber ich glaube, es gibt schon einen Zeitpunkt, wo ich sagen würde, okay, dann mache ich es lieber beim nächsten Rennen. Bei dir? Es kommt drauf an. Also wenn wir jetzt von so Sachen ausgehen, ich habe einen Platten oder auch zwei und wenn man einfach nicht weitermachen kann, das steht dann, glaube ich, außer Frage, also dann wird einem die Entscheidung abgenommen. Wenn es jetzt was Körperliches ist, müsste ich auch dann in dem Moment abwägen, ob ich mir gerade gesundheitlich wirklich schade und weiß ich nicht, umgeknickt bin oder gestürzt oder irgendwie eine Verletzung mir gerade reinhole, dann würde ich natürlich auch aufhören. Wenn es mir einfach schlecht geht und ich habe Magenprobleme oder irgendwie sowas, dann bin ich jetzt schon auf dem Standpunkt, dass das durchgezogen wird, egal wie. Also nicht falsch verstehen, nicht finishen um jeden Preis, gefährden sollte man sich nicht. Nee, also natürlich nicht gefährden, aber wenn es nicht so läuft oder auch wenn es ganz, ganz schlecht läuft und ganz anders, als ich mir das erhofft oder erwartet habe, durchziehen auf jeden Fall. Meistens geht es immer irgendwie weiter. Ja, am Ende ist es eine ganz schön mentale Entscheidung. Sicher, ne? Also das ist definitiv da. Muss man dann schon gut kämpfen, ob dann am Ende wirklich alles so funktioniert, dass man bis auf die Ziellinie kommt. Aber ich glaube auch, es ist halt wirklich ein Abwägen, wenn man merkt, okay, keine Ahnung, muskulär oder so geht es gar nicht mehr und du weißt aber, dass noch der gesamte Marathon zu laufen ist, dann ist, glaube ich, so ein bisschen die Entscheidung oder muss eine gesunde Entscheidung, glaube ich, gefällt werden. Genau. Die man im Nachhinein auch nicht bereuen muss. Nee.